Jo Leute, ich bin wieder da und ja, hier gibt's noch was zu erledigen, denn ich guck einfach mal, ob ich mit dem Controller hier klarkomme und dann guck ich mal, ob ich noch ein Herzheil bekommen kann. So, als erstes können wir die jetzt leider nicht mehr umbringen. Ist ja mal voll scheiße. Wisst ihr noch, bei Zelda Majora's Mask, als ich da mit der Steinmaske durch alle durchgerannt bin und alle abgeschlachtet hab? Das war doch lustig. Ja gut. Das muss ich mal gucken, wo ich hier... Ja genau, hier konnte ich hoch. Alles klar. Her, her, hi, ha, hu. Yeah. 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 Okay, Leute, wünscht mir Glück, dass ich es gleich bei ein oder zwei Versuchen schaffe, denn... What the fuck, willst du mich verarschen? Ja, okay, alles klar. Whoops. Ja genau, so war das. Scheiß Controller. Nee. Gut, so. Es ist Tag und... Ja toll, Ipona steht da oben und ich bin hier unten, kann ich wetten. Kann ich wetten. Ach ja, Leute, hier ist die Arena der Gerudo und... Ja gut, da kann man die Eispfeile bekommen. Aber da kann ich jetzt noch nicht hin, denn ich gehe da lieber erst nach dem Geistertempel hin, denn dann kann ich ganz viele Schlüssel holen, um zum Geistertempel zu kommen. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, ob das beim Master Quest irgendwie anders war. Wenn ja, wäre es doof. So, jetzt wünscht mir Glück, dass ich das irgendwie schaffe. Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte man braucht und ich weiß eigentlich gar nichts mehr von dem Ding hier. So, erstmal rödeln. Ja, was, 1000 Punkte? 1000 Punkte brauche ich. Okay, das schaffe ich doch wohl. Ich werde wohl 1000 Punkte schaffen, oder? Da, da, da. Na, 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 na. Yeah. Boah, bin ich gut. Peng. Ach nee, das ist Kacke. Scheiße. Irgendwie wird es nix. Ja gut, dann schieße ich mal einfach dahin. Yeah, und ich habe schon 1000 Punkte. Lulz. Yeah. Ich habe 1000 Punkte und, war das jetzt schon alles? Ich glaube nicht, oder? Großartig. Doch, das war's. Lol. 1000 Punkte? Ja gut, für den ersten Versuch. 1320? Ja, das geht ja eigentlich. So gut, dann gehe ich jetzt zur Gespensterwüste. Denn wie ihr wisst, ist da der Geistertempel. Ja, ihr wisst richtig, Leute. Lulz. So. Oh, ich freue mich schon auf den Geistertempel, auch wenn ich ganz so Angst vor dem habe. Denn ich kann mich erinnern, da musste man echt ein bisschen nachdenken. Mit wie vielen Jahren habe ich das gespielt? Warte mal, jetzt bin ich 14. Ich glaube, das habe ich mit 10 oder 11 Jahren mal gespielt. Also den Geistertempel jedenfalls. Und ja, wenn ich mich recht erinnere, war da schon ziemlich viel Kacke bei. Aber so richtig erinnere ich mich ja gar nicht mehr. Warte mal, hier musste ich quatschen, ne? Hey Grünschlabe, willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne dir das Tor. Aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgram überqueren. Dann irgendwas mit Fahnen und dann der Geist und dann ist alles cool. Ja, und da ist auch ein fliegender Händler, der hat ganz viel Zeug zu einem überteuerten Preis. Den besuche ich gleich mal noch. Ja, Ipona, wir wissen's, du hast mich lieb. Wow. So. Alles klar, und wenn man mit Gleitstiefeln in der Wüste rumrennt, dann versinkt man nicht im Sand. Also ziehe ich mir dann auch gleich die Gleitstiefel an. Ja. So, wir sind jetzt da in der Gespensterwüste. So, als erstes Gleitstiefel. Ne, das sind die Eisenstiefel. Ja, ich kann ja mal mit denen da rumrennen. Ne, danke. So, und dann rüste ich noch das Auge der Wahrheit aus, denn das brauche ich auch noch. So, auf jeden Fall rangeschießt. Wow. Alles klar. Und da sieht man schon die Brücke von dem fliegenden Händler. Yeah, hi ho, Kumpel. Njo. Jo, was hast du im Angebot? So, renn. Ey, jo, hi, Alter. Willkommen! Ich verkaufe hier seltsame, seltene Sachen aus der ganzen Welt. Mein heutiges Angebot ist ein bombiges, ferngesteuertes Objekt. Furchterregend. Ich erzähle euch erst etwas davon, wenn ich Geld sehe. Wie wär's mit 200 Rubinen? Ganz vergessen, ich habe nicht mal mehr 200 Rubine. So, alles klar. Ja, gut. Ich muss den Fahnen hinterher. Ja, so, zack.
Und dann die Fahne. Und dann die. Und dann die. Und dann gehe ich von der Fahne zu der Fahne. Lulz. So, und wir sind jetzt bei diesem komischen Dings hier, wo ich jetzt halt bin gerade, ne? Und ab nach unten. Wah! Wah! Okay, und hier haben wir eine Skulltula. Peng! Ja. Und da ich weiß, hier kommt eine Kiste mit 50 Rubinen, wenn man die Fackeln entzündet, werde ich die nicht entzünden. Das kostet alles nur Zeit und ich habe keinen Bock drauf. Lulz? Nee, also denk jetzt nicht irgendwie, dass ich voll so ein... Oh, was war das? Denk jetzt nicht, dass ich irgendwie voll so ein Agro-Typ bin. Nein, ich bin kein Agro-Typ. Ich hasse Agro-Typen. Nee, ich habe halt nur nicht wirklich Lust, jetzt irgendwie die Fackeln zu entzünden, da ich gerade gesagt habe, was dann kommt. Und ich brauche eh keine 50 Rubine. So, und zack. Hallo, Geisti. Ja, los, geh los. Wow, den rechten Weg, den zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht, allein überlebst du es nicht. Ja, das weiß ich auch. Yeah, Magie habe ich genug, also. Ich rolle und ich rolle und ich kann rollen, ist das cool. Ja, aber der Geist, der nimmt voll so Umwege. Aber da kann man ja nichts gegen tun. Ich würde sagen, ich roll dem einfach hinterher. Oh lol, bin ich gut, ey. Warte mal, kann man das? Nein, kann man nicht. Okay. Ja toll, da hinten ist doch schon... Da hinten waren doch schon die Fahnen vom Geistertempel, oder? Waren die da irgendwie so? Ne, keine Ahnung. Lulz. Warte mal, den Schatten sieht man denn noch, oder? Nee. Oh, ist das hohl. Ich sehe den Schatten mit Auge der Wahrheit, auch wenn er außerhalb ist, aber... Ach, einfach hohl. Ja, lass mich in Ruhe, ihr Viecher. Ja, geradeaus durch, ja... Danke, lieber Geist. Danke, lieber Geist. Mann, bin ich heute wieder lustig. Und hier sind wir beim Wüstenkoloss. Ja, ihr seht richtig, eine Statue von so einer Frau. Oder so. Lulz, okay. Ja, meine Freunde, die kennen wir ja bereits. Und ich brauche Bomben und die Ocarina. Yeah. Das war jetzt doof. Stirbt ihr Schweine. Er ist es hohl. Ha. Und Herzchen, Herzchen, Herzchen. Keine Herzchen. Jetzt Herzchen. Ja, ein Herzchen. Na, lass mich alle in Ruhe. So. Und hingelegt. Und nein, 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 nein. Oh, ihr scheiß Viecher, ihr seid doch alle schwul. Ich habe nichts gegen Schwule. Nein, habe ich nicht. So. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt für das Video Schluss. Denn ich glaube nicht, dass die Fee... Dass ich mit der Fee in einer Runde fertig... in einer Minute fertig bin. Die labert mir viel zu viel. Also verschiebe ich das aufs nächste Video. So, Leute. Ich sage jetzt bis zum nächsten Video und... Tschüss!